Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Es geht weiter mit dem nächsten Thema. Heute ist endlich Dave Feldman dran, den ich schon ein paar Mal angekündigt habe. Der Ingenieur, der inzwischen mehr über Cholesterin weiß als viele Mediziner und der dafür bekannt ist, dass er sehr viele Experimente macht und sehr oft sein Blut untersuchen lässt. Ich habe ein Video hereinbekommen. New Data on Energy, Exercise and Cholesterol. Energie, Bewegung und Cholesterin, die neuesten Daten. In diesem Video beginnt er damit zu erzählen, dass er mit seiner Frau auf Bora Bora war im Urlaub und dass es dort ganz spezielle Instruktionen gab für den Umgang mit Fischen. Na, also gibt es ja wildlebende Fische und auch Fischzuchten. Und da hieß es auf Schildern, Brot ist für Fische ein Risikofaktor für Diabetes und es macht sie aggressiver. Das kommt mir bekannt vor. Aber irgendwie behandeln wir Tiere besser als Menschen, denn im Supermarkt steht kein Schild beim Fertigfutter, dass das ein Risikofaktor für Diabetes ist und die Menschen aggressiver macht oder beim Brot. Aber so ist es. Ja, es ist interessant, ne? Katzenfutter enthält weniger schädliche Inhaltsstoffe als manches Dosenfutter für Menschen. Das sollte einem zu denken geben. Dave Feldman wollte also der Cholesterinfrage auf den Grund gehen und hat in 39 Monaten 213 Blutuntersuchungen machen lassen. Er fotografiert außerdem alles, was er isst, hat diverse Ernährungsformen getestet und viele Experimente gemacht. Und mittlerweile gibt es auch andere Leute, die mit ihm oder für ihn Experimente machen. Das sind alles N equals 1 Studien. N gleich 1, also Studien, die aus einer Person bestehen. Und da kann man sagen, na ja, eine Person, was hat das für eine Aussagekraft? Aber es gibt Bereiche, wo es mittlerweile Zehntausende von Menschen gibt, die diese Studien machen, die aus einer Person bestehen und die alle zum gleichen Ergebnis kommen. Und wenn man diese Ergebnisse alle zusammennimmt, dann hat es vielleicht doch eine gewisse Aussagekraft. Als Ingenieur zieht Dave Feldman andere Schlüsse als viele Experten der medizinischen Fachwelt, die nur das Gelernte wiederkäuen. Die Pharmaindustrie, die finanziert die Ausbildung, sorgt für nette Geschenke, wenn die Ausbildung zu Ende ist und so stellt man sicher, dass immer zuerst auf Medikamente zurückgegriffen wird oder auf andere Dinge, die die Pharmaindustrie herstellt. Dem Dave Feldman ging es in diesem Video und dem, was er in diesem Video beschreibt, um den Zusammenhang zwischen Low Carb und Cholesterin. Er sucht den Beweis, dass hohes LDL bei gleichzeitig hohem HDL und niedrigen Triglyceriden gefährlich ist. Das ist ja immer das, wenn Leute sich Low Carb ernähren oder ketogen, dann ist eine der Reaktionen des Körpers, dass das LDL-Cholesterin steigt. LDL ist das vermeintlich schlechte Cholesterin und das ist ein Risikofaktor für Herzkrankheiten und deswegen heißt es, dass das ungesund ist. Und er ist einer der Leute, die diesen Aussagen auf den Grund gehen wollen. Also die Kombination LDL hoch, HDL hoch und Triglyceride niedrig senkt das Risiko für Herzkrankheiten entgegen allen Informationen, die man sonst zu hören bekommt. Die Empfehlungen der medizinischen Fachwelt, LDL sollte nicht größer als 100 sein. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Beweise, dass höhere LDL-Werte mit einem niedrigeren Gesamtmortalitätsrisiko zusammenhängen und das umso mehr, je älter man ist und das umso mehr, wenn man weiblich ist. Das Verhältnis zwischen HDL, dem sogenannten guten Cholesterin, und den Triglyceriden, den Blutfetten, ist wichtiger als das LDL. Kurz zum besseren Verständnis, ihr könnt das nochmal googeln, ich werde es auch verlinken. HDL ist High Density Lipoprotein. Das heißt auf Deutsch so viel wie Lipoprotein, Fettprotein, niedere Dichte. LDL Low Density
Lipoprotein, also niedrige Dichte, und Triglyceride sind dreifache Ester des dreiwertigen Alkohols Glycerin, Tri-3, mit drei Säuremolekülen. Die Links, ja, das kommt noch. Dave Feldman hat ein Angebot gemacht an alle, die ihn kennen und seine Videos ansehen, seine Informationen lesen. $300 für jeden, der ihm einen Link schickt zu einer Studie, die das Gegenteil dessen beweist, was er herausgefunden hat. $300. Dann hat er eine Weile auf einen Abnehmer gewartet, es kam aber keiner. Inzwischen hat er das Angebot auf $1000 erhöht. Für denjenigen, der ihm beweisen kann, dass bei gesunden Menschen mit dieser Konstellation, die ich vorhin genannt habe, und die keine Medikamente nehmen, ein erhöhtes Risiko besteht. Er hat seine $1000 immer noch und es sagt einiges. Er hat diverse Experimente gemacht. Eines davon war Krafttraining. Ja, manche kritisieren ihn, weil gesunde Menschen, die nicht auf Medizin, also auf Medikamente angewiesen sind, nicht aussagekräftig genug sind angeblich. Aber eigentlich sollte es doch um gesunde Menschen gehen, oder? Aber die Kranken sind Big Pharma natürlich lieber, ne? Und da kann man die Ergebnisse besser manipulieren und zu dem kommen, wo man hin möchte und seine Medikamente verkaufen. Zellen haben eine Bioschicht aus Phospholipiden, das sind Lipide bzw. Fette der Phosphatgruppe. Die Bioschicht besteht also aus Phospholipiden und ein bisschen Cholesterin. LDL enthält ebenfalls Phospholipide und Cholesterin. Was für ein Zufall. Merkwürdig, oder? Dave Feldmans Theorie ist, wenn Muskeln stark beansprucht werden, also bis hin zu Muskelkater, dann ist Reparaturarbeit erforderlich. Da müssen Zellen erneuert ausgetauscht werden. Und dafür konsumiert der Körper LDL-Partikel für Zellmembran, für die Produktion neuer Zellen oder für die Reparatur beschädigter oder alter Zellen. Studienergebnisse: Krafttraining reduziert LDL. Das Experiment hat 20 Tage gedauert. Teilnehmer bekamen jeden Tag identisch dieselbe, die gleiche Nahrung und die Lipide, die Blutfette wurden täglich getestet. Dann kam zusätzlich Sport und das Ergebnis oder körperliche Betätigung und das Ergebnis war ein Abfall bei den LDL-Werten um 15 bis 17%. Das ist bisher nur eine Theorie, aber sie ist schon mal beeindruckend. Ein anderes Experiment, was er gemacht hat, war ein Weißbrot-Experiment, wie er das genannt hat. 2 Wochen amerikanisches Weißbrot. Und amerikanisches Weißbrot, wer das kennt, das kann man so zusammenschieben. Das ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreibe. Schaum, wie Schaumstoff. Ganz weicher Schaumstoff. Chemieprodukt schlechthin. Und das zusammen dann mit Industriewurst. Das hat er gegessen. Und sein Ergebnis war, dass seine LDL-Werte niedriger waren als je zuvor. Und vor Beginn waren sie, weil er sich, also er hat sich ketogen ernährt, da waren seine LDL-Werte 296. Zur Erinnerung, bei Leuten, die sich ketogen ernähren, sind die LDL-Werte höher. Und da muss immer noch bewiesen werden, dass das schlecht ist. Und nach einer Woche waren seine LDL-Werte 83. Da würde ihm jeder Hausarzt gratulieren und sagen: Wunderbar, alles in Ordnung, das ist eine Reduktion um 213 Deziliter. Aber die anderen Zahlen bei seinen Blutuntersuchungen sahen alles andere als gut aus. HDL war um 29% gesunken. Ich erinnere euch, HDL, je höher, desto besser. Die Triglyceriden, da kam es zu einer Zunahme und 183%. Und bei den Triglyceriden ist es, je weniger,
desto besser. Also beides eine Bewegung in die falsche Richtung. Dave Feldman hat viel experimentiert, wie gesagt, aber noch nie waren seine Blutwerte so schlecht wie nach diesem Weißbrot-Experiment. Er hatte einen Blutzuckersensor, den man ständig trägt, der so auf den Arm aufgebracht wird. Da ist so eine Nadel oder was drin, die geht unter die Haut und so kann ständig der Blutzucker gemessen werden. Und vorher bei der ketogenen Ernährung hatte Dave einen sehr gleichbleibenden, stabilen Verlauf, wie es auch wünschenswert ist, ohne extreme Schwankungen. Der Maximalwert beim Blutzucker war 105 vor oder nach der Mahlzeit. Und das ist auch bei mir so. Meine Werte sind immer so um 100, egal ob ich etwas esse oder nicht. Und das ist hervorragend gut. Dann kam das Weißbrot-Experiment und da kam es zu ganz extremen Schwankungen. Das ging also wie so eine Achterbahn rauf, runter, rauf, runter. Und der Maximalwert war 177. Da kriegt man es mit der Angst zu tun. Und diese Schwankungen sind nicht gut und sollten wirklich unbedingt vermieden werden. Aber der Dave im Namen der Experimente hat er das gemacht und er fand selbst seine Zahlen derart beunruhigend, dass er das Experiment fast vorzeitig abgebrochen hätte. Was er dann aber nicht gemacht hat, er hat auch ein Gewichtszunahmeexperiment gemacht. Er wollte 10 bis 12 Kilo zunehmen, hat auch seine Frau um Erlaubnis gebeten, was ich beeindruckend finde. Die Frau ist zu bewundern, was die da alles mitmacht mit dem Dave. Es gab dann verschiedene Phasen, eine unkontrollierte Lebensmittelzusammensetzung, wo er kreuz und quer gegessen hat, was er wollte. Er wollte ja zunehmen. Dann kam die Standard American Diet oder Stupid American Diet, also die amerikanische Otto-Standard-Normal-Verbraucherkost, also Müll. Und dann kam eine ketogene Diät und da hat er dann wieder abgenommen. Und der wichtigste Faktor bei dem Ergebnis war das Gewicht im Verhältnis zu den Laborzahlen. Denn er hat ja brav sein Blut untersuchen lassen. Wenn sein Gewicht nach oben ging, dann gingen seine Triglyceride, die Blutfette, ebenfalls nach oben. Und HDL und LDL gingen nach unten. Beim LDL sagt man ja, das ist gut, aber beim HDL ist es schlecht. Und ich habe so mittlerweile so ein bisschen den Eindruck, dass es auch beim LDL schlecht ist. Aber gut, der Beweis muss noch erbracht werden. Wenn das Gewicht nach unten ging, dann gingen HDL und LDL nach oben und die Triglyceride nach unten. Also, das war dann wieder gut. Wenige Triglyceride, HDL hoch und LDL angeblich schlecht, aber ich glaube, dass diese Information falsch ist. Und Dave Feldman glaubt das ganz offensichtlich auch. Also, die Triglyceride bewegen sich jeweils in dieselbe Richtung wie das Gewicht und LDL und HDL in die entgegengesetzte Richtung. Und ich erinnere, HDL sollte hoch, LDL sollte eigentlich niedrig sein. Aber mittlerweile ist man da nicht mehr so ganz sicher, ob das wirklich so ist. Bei der SAD Diet, bei der Otto-Normalverbraucherernährung der amerikanischen war LDL 133 und bei der ketogenen Ernährung war LDL 228. Und da würde jeder Arzt die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen: Statine, schnell, Rezept. Ne? Ich erinnere, über 100, da kommt dann der Rezeptblock und es werden Statine verschrieben, die man besser nicht nehmen sollte. 10 Tage nach Beginn des Experiments kam ein weiteres Experiment dazu. Die Triglyceride bei der ketogenen Ernährung waren 221, sollten normalerweise 100 sein oder kleiner. Und eine mögliche Ursache ist der Kaffee. Ein erneuter Test nach 12 Stunden Fasten kam zu dem Ergebnis, dass die Triglyceride dann nur noch 93 waren, also 12 Stunden Unterschied von 221 auf 93. Dann hat er ein weiteres Experiment gemacht und die Triglyceride stündlich gemessen und feststellbar war eine deutliche
stündliche Reduktionen. Erst Stunde 49, zweite Stunde 74, dritte Stunde 34, vierte Stunde 22, fünfte Stunde 5. Also die Reduktion der Triglyceride innerhalb von 5 Stunden 184. Da kann man mal sehen, da kommt es ganz drauf an, wenn man so eine Blutuntersuchung machen lässt, weil wer lässt schon hunderte von Blutuntersuchungen machen, wie der Dave Feldman. Meistens macht man eine oder zwei im Jahr und dann geht man irgendwann zum Arzt, der nimmt das Blut ab und dann wird getestet. Und dann hält man das Ergebnis für aussagekräftig. Dabei ist hier zu sehen, dass das innerhalb von ein paar Stunden extrem abweichen kann. Am nächsten Tag waren die Triglyceride vor dem Schlafengehen 230 und beim Aufwachen 149. Dann kam ein weiteres Experiment hinzu, ein Experiment innerhalb des Experiments, um den Einfluss der Uhrzeit noch zu testen, die Uhrzeit der letzten Mahlzeit und ob das einen Unterschied macht. Und die Antwort ist nein. Es kommt darauf an, wie viel Zeit zwischen zwei Mahlzeiten vergangen ist. Und dabei ist es völlig egal, ob die letzte Mahlzeit abends um 9, abends um 6, nachmittags um 3 oder morgens um 10 eingenommen wurde. Das Ergebnis. Bei weniger als 12 Stunden seit der letzten Mahlzeit ergeben sich alle möglichen Werte. Also wer in dieser Zeit zum Arzt geht und sein Blut untersuchen lässt, good luck, ne? Viel Glück. Und wenn man mehr als 12 Stunden wartet, also 12 Stunden fastet, nur Wasser trinkt, dann sind die Werte immer unter 100 und das in 100% der Fälle. So zuverlässig sind Blutuntersuchungen. Ja, komisch, ne? Man geht zu einer anderen Zeit hin und schon kommt was völlig anderes dabei raus und der Arzt, der hält es dann wirklich für aussagekräftig und schreibt dann ein Rezept und gibt dann Empfehlungen ab, die 3 Stunden später ganz anders ausgesehen hätten. Nach 11 Stunden, hat Dave festgestellt, sind die Triglyceride immer noch ziemlich hoch. Und nach 12 Stunden kommt dann ein ganz scharfer Abfall. Also für diejenigen, die tricksen wollen, was natürlich im Grunde genommen Blödsinn ist, vor der nächsten Blutuntersuchung, falls die Triglyceride ein Thema sind bei euch und ihr ein besseres Ergebnis wollt, mindestens 12 Stunden vorher fasten. Dann klappt das. Oder man kann auch, wie ich, täglich fasten, mindestens 12 Stunden, bei mir sind es 20, und kann so seine Gesundheit grundsätzlich verbessern. Hohe Triglyceride bei Low Carb. Also, welchen Einfluss hat der Kaffee, habe ich eben schon erwähnt. Ein Follower von Dave Feldman, der trotz ketogener Ernährung immer noch hohe Triglyceride hatte, hat den Test gemacht und den Kaffee weggelassen. Das Ergebnis war, dass seine Triglyceride fast halbiert wurden. Dann hat er weiter experimentiert mit koffeinfrei, mit diversen Zubereitungen, Filterkaffee oder türkische Zubereitung oder was es da alles gibt. Und mit unveränderten Ergebnissen, also die Triglyceride waren nach wie vor schlecht. Erfolg hatte er nur, wenn er den Kaffee ganz wegließ. Aber auch das trifft nicht auf alle zu. Das sind die Hyper-Responders, die hypersensibel sind, die eben auf Kaffee in dieser Form reagieren. Und das sind bei weitem nicht alle. Ein weiteres Experiment war eine Zero-Carb-Ernährung bei Lipödem. Lipödem, das ist eine voranschreitende Erkrankung, gekennzeichnet durch die atypische symmetrische Häufung von Fettgewebe, seitlich an Hüften und Oberschenkeln hauptsächlich, aber auch an Oberarmen, Unterschenkeln, Unterarmen und Nacken kann das auftreten. Und vor allem an den Oberschenkeln ist das auch schmerzhaft und die Leute kriegen leicht blaue Flecken. Und was diese Entwicklung auszeichnet, ist, dass man das nicht wegbekommt mit einer Diät, mit einer normalen Ernährungsumstellung. Eine Bekannte Bekannte von Dave Feldman, Jillian Solos, leidet unter einem Lipödem.
Ödem und hat vieles versucht, aber ohne Erfolg. Und damit ist sie nicht alleine. Und ja, das werde ich auch noch verlinken, die Informationen zum Lipödem. Das sind also störrische Fettzellen, die oft fälschlicherweise als Fettleibigkeit diagnostiziert werden und insbesondere bei Frauen auftreten. Und normalerweise ist die einzige wirkungsvolle Behandlung die Fettabsaugung. Man kriegt dieses Fett sonst nicht weg. Das gespeicherte Fett in den Beinen ist also nicht nur hässlich, sondern auch schmerzhaft. Und es gibt kein Mittel dagegen. Ja, Dave und Jillian haben gemeinsam ein Experiment gemacht. Ketogene Ernährung und so wenige Kohlenhydrate wie möglich, um eine erhöhte Glukagonproduktion zu erhalten und die Aktivation einer Lipolyse, Abbau von Fett, bei diesen extrem störrischen Adipozyten. Glucagon ist ein Peptidhormon, dessen Hauptwirkung die Erhöhung des Blutzuckerspiegels ist, durch Anregung der Bildung von Glucose aus Glykogen in der Leber. Das nennt man Gluconeogenese und das bedeutet, dass die Leber Glucose selbst herstellt. Also man braucht keine Glucose zu essen. Die Information, dass man das unbedingt essen muss, 130 Gramm pro Tag, ist falsch. Es gibt essentielle Fettsäuren, die muss man zu sich nehmen, wenn man nicht sterben will. Und Eiweiß ist essentiell, das muss man zu sich nehmen, wenn man nicht sterben will. Kohlenhydrate braucht kein Mensch. Man kann Jahrzehnte überleben, ohne 1 Gramm Kohlenhydrate zu essen, weil der Körper die benötigte Glucose selbst herstellt. Dieses Experiment dauerte einen Monat. Es war also eine extreme Low-Carb-Ernährung. Weniger als 5 Gramm pro Tag. Also ich esse nur tierische Produkte. Zero Carbs nennt man das. Ist aber nicht Zero Carbs. Und das ist so in etwa, das entspricht etwa dem, was ich mache. Aber sie hat zusätzlich noch die Kalorien reduziert auf 1300, um einen wirklichen Effekt zu sehen. Und das Ergebnis dieser extremen Low-Carb-Ernährung war Gewichtsverlust. Logischerweise bei 1300 Kalorien ist das kein Wunder. Die Muskelmasse war unverändert. Ne? Das heißt ja sonst reduzierte Kalorienzahl, Muskelabbau. Nein, in diesem Fall nicht. Sie behielt ihre Muskeln und das Fettgewebe reduzierte sich. An den Beinen fand eine deutliche Reduktion des Fettgewebes statt. Linkes Bein 300 Gramm, rechtes Bein 450 Gramm. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemessen haben, aber scheinbar geht es. Wer diese Kondition nicht kennt, also Lipödem, wer das noch nie hatte oder nicht weiß, was es ist, kann sich das kaum vorstellen. Aber es ist ein enorm erstaunliches Ergebnis für etwas, was man normalerweise nicht wegbekommt. Last but not least, ein weiteres Experiment. Ja, es kann gar nicht genug Experimente geben bei dem Dave Feldman. Choban arbeitet mit Dave an Cholesterin. Das ist eine Partnerin, Kollegin sozusagen. Na, Kollegin nicht. Ja, die arbeiten halt zusammen. Und die hat zur gleichen Zeit mit Daves Weißbrot-Experiment ihr eigenes Experiment gemacht. Sie wollte so viel Fett wie möglich essen, um den Effekt zu sehen, den das auf das LDL-Cholesterin hat, also das schlechte Cholesterin. Und untersucht wurden unter verschiedene Partikelformen beim LDL-Cholesterin, LDL-C, LDL-P und LP-a. Und es ging hier insbesondere um das LP-a, Lipoprotein A, zu besserem Verständnis. Das Ergebnis war, es gibt eine extreme Korrelation zwischen Ernährung und Entwicklung von Lipoprotein A. Werde ich auch verlinken. Zusammenfassung der Ergebnisse: Krafttraining reduziert LDL durch Endozytose. Siehe Link. Also es ist ja gut, niedriges LDL ist ja gut. Weißbrot-Experiment mit fettarmer Wurst brachte rapide Reduktion bei Cholesterin. Ob das gut oder schlecht ist, das sei jetzt gerade mal dahingestellt. Dies bedeutet einen
Dies deutet auf einen großen Einfluss der Glykogenspeicher- und Stoffwechselvorgänge hin. Gewichtszunahmeexperiment brachte klaren Beweis für umgekehrtes Verhältnis zwischen Gewicht und LDL-Cholesterin, also Gewicht hoch, LDL niedrig. Bei Triglyceriden gab es einen rapiden Abfall nach 12 Stunden Fasten mit nur Wasser. Und Kaffee führt bei manchen Menschen aufgrund einer Überempfindlichkeit zu erhöhten Triglyceridwerten. Bei Lipödem kann eine extreme Low-Carb-Ernährung zu Fettabbau an den Beinen führen. Vielleicht sollte ich das nochmal aufs Korn nehmen, Lipödem. Ich weiß, dass es viele Frauen gibt, die darunter leiden und die Fachwelt ist einigermaßen ratlos. Wie gesagt, das Einzige, was nachgewiesenermaßen funktioniert, ist die Fettabsaugung. Dave hat nie geplant, diesen Weg einzuschlagen, aber vor 3 Jahren hat er eine Cholesterinkrise sozusagen, die ihn motiviert hat, diese Experimente zu machen. Seine Empfehlung: Wir sind alle Otto-Normalverbraucher, Wissenschaftler, wie er es nennt, und jeder kann seine eigenen Studien und Experimente machen. Normalerweise sind uns Experimente, die aus einer Person bestehen, suspekt oder zumindest gleichgültig. Aber diese N=1-Experimente, also Studien, die aus einer Person bestehen, die wir selbst machen, sind zumindest für uns selber sehr aussagekräftig, also für unser eigenes Leben. Und wenn man sich mit anderen N=1-Studienteilnehmern zusammenschließt oder austauscht über das Internet, da gibt es ja diverse Plattformen, Facebook, Instagram und so, dann kann man in Erfahrung bringen, ob es andere Menschen gibt mit ähnlichen Erfahrungen. Und die sozialen Medien sind ideal für den Austausch solcher Informationen. Und früher oder später fangen auch die Experten an, auf solche Dinge zu achten, wenn die Zahl der Menschen, die zu demselben Ergebnis kommen, immer größer wird. Wenn jemand sein Resultat mit anderen austauscht, die eventuell ähnliche Resultate haben, dann wird das immer aussagekräftiger und je größer die Gruppe, desto weniger kann man die Erklärung von der Hand weisen und als Erklärung den Zufall bemühen. Die Zukunft gehört den Crowd-Studien. Crowdfunding kennt man ja, ne, wo wildfremde Leute etwas finanzieren und dafür dann ein paar Zinsen zurückbekommen sozusagen. Und Crowd-Studien sind eben, wo jeder für sich zu Hause seine eigenen Experimente macht und die Ergebnisse irgendwo zusammengeführt werden. Der Sean Baker macht das zum Beispiel immer wieder. Und je nach Zahl der Teilnehmer lässt sich dann auch eine statistische Relevanz und irgendwann nachweisen. Und irgendwann wird vielleicht auch die Fachwelt verstehen, dass man das ernst nehmen sollte. So, das war Dave Feldman. Ich werde wieder etliches verlinken. Wer Fragen hat, möge das sagen. Ich danke euch fürs Interesse, fürs Zusehen, fürs Zuhören. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Sag euch Tschüss und